Hallo zusammen, heute möchte ich euch eins meiner ersten Bücher zum Thema Geld und Mindset vorstellen. Es geht dabei um das Buch Rich Dad, Poor Dad, was die Reichen ihren Kindern über Geld beibringen, von Robert T. Kiyosaki. Auf eine unterhaltsame Weise schildert Kiyosaki seinen Weg zur finanziellen Freiheit. Dabei beschreibt Kiyosaki, wie er von seinen zwei Vätern erzogen wurde, seinem leiblichen armen Vater und den von seinem besten Freund Mike, seinem reichen Vater. Mit diesen zwei Vätern war Kiyosaki in der Lage, den Unterschied von Arm und Reich besonders deutlich zu erkennen und von beiden zu lernen. Arme und reiche Menschen denken anders über Geld. Gerade der Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten unterscheidet sich hier auffällig. Seine Inhalte vermittelt er, indem er die Ratschläge, die er während seiner Kindheit von seinen zwei Vätern erhalten hat, umsetzt und auf sich überträgt. Sein leiblicher Vater, der von Beruf Lehrer war und trotz einem hohen Bildungsstand keinen Wohlstand aufbauen konnte, vielmehr hatte er trotz hohem Einkommen Geldsorgen. Sein zweiter Vater ist Unternehmer und hat nie studiert, dennoch ist er sehr wohlhabend geworden. Meiner Meinung nach ist aber Bildung in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Die Lehre aus seinem Buch sind: Investiere in dich selbst. Finanzielle Bildung ist unerlässlich. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Wenn man Reichtum erlangen möchte, sollte man sich ständig fortbilden, gerade im Thema finanzielle Bildung. Reiche lassen Geld für sich arbeiten, die Armen arbeiten für Geld. Arme werden konditioniert, um im Hamsterrad zu arbeiten und zu bleiben. Die Reichen allerdings suchen den Weg hinaus auf die Fastlane. Die Reichen kennen den Unterschied zwischen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die Armen nicht. Dies wird am Eigenheim oder eines neuen Autos besonders eindrucksvoll deutlich. Im Endeffekt muss man nur verstehen, was einem Geld bringt und was einem Geld aus der Tasche zieht. Überwinde deine eigenen Hindernisse. Wer Angst und schlechte Angewohnheiten wie Arroganz oder Faulheit ablegen kann, sowie auch seine Gier und Zweifel im Griff hat, kann ein Vermögen aufbauen. Außerdem darf man auch das Risiko nicht verabscheuen. Man muss lernen, mit Risiken umzugehen. Neben diesen Kernaussagen erhält man erste Schritte zum Reichtum. Finde starke Beweggründe, warum du reich werden willst. Kenne dein Warum. Umgib dich mit Menschen, die da sind, wo du hin willst oder vom Mindset schon weiter sind, um von ihnen zu lernen. Schlechte Freunde oder Pessimisten stehen deinem Erfolg im Weg. Bilde dich regelmäßig weiter und steigere dein Humankapital. Sage nie, das kann ich mir nicht leisten, sondern wie kann ich mir das leisten? Kaufe dir Luxus oder Konsum nie auf Kredit. Suche dir einen Mentor in Finanzthemen und lerne von ihm. Um reich zu werden, muss man Risiken eingehen. Kommen wir nun zum Fazit. Rich Dad, Poor Dad ist der Klassiker unter den Finanzratgebern. Wer sich noch nie zuvor mit diesem Thema befasst hat, wird von Rich Dad, Poor Dad zum Nachdenken angeregt und überdenkt seine von den Eltern und seinem Umfeld gelerntes Verhalten und Glaubenssätze zu Geld. Praktische Anleitung zum Umsetzen gibt es hier nicht. Bei diesem Buch wird aber etwas ganz Entschiedenes vermittelt. Das richtige Mindset, sowie das Denken über Geld. Dieses Buch war das erste zum Thema Finanzen, das ich jemals gelesen bzw. gehört habe. Ich habe es damals auf dem täglichen Weg zur Arbeit als Hörbuch im Auto gehört und es hat mich wirklich gefesselt. 3 Monate später habe ich mich dann für eine 2-jährige Fortbildung angemeldet und diese auch beendet. Und was soll ich sagen, es brachte mich dazu, mich endlich mit dem Thema Finanzen und Humankapital zu beschäftigen. Daher sehe ich dieses Buch als Pflichtlektüre für den Einstieg in die Finanzwelt. Mir hat es erstmals die Augen geöffnet und ich fing an, meine Gedanken über Geld zu hinterfragen und begann, mich tiefer in die Thematik einzuarbeiten. Ich hoffe, ich konnte einen kleinen Weg in das Buch geben. In dem Sinne, viel Erfolg und bis bald.